Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sims 4 im Dschungel. Es geht weiter. Ich freue mich schon, wie es jetzt weitergeht mit den Artefakten hier. Archäologiefähigkeit erworben. Die neue Archäologiefähigkeit von Jenny ermöglicht es ihr, in Ausgrabungshügeln in Selvadorada zu graben und Artefakte auf dem Archäologietisch freizulegen. Wenn sie ihre Studien fortsetzt, lernt sie, wie man Artefakte auch autoidentifiziert und weitere Ausgrabungshügel findet. Sie kann auch Artefakte ausgraben, ohne sie zu beschädigen. Sehr gut. Und du, Hannah hat einige wundersame Dinge in der Schatztruhe gefunden. Sie hat ein Artefakt, Abderrüstung und ein mystisches Relikt. Und wo ist das? In ihr Inventar. Hä? Wo denn? Ach so, falsches Inventar. Oh, nicht autoidentifizierte oskamanische Statue. Oha. Oh, Chaos Reliktbasis fusionieren? Wie krass ist das denn, Leute? Richtig krass. Oha, voll geil. La 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 la. Ein artefaktförmiger Dreckklumpen. Oh. Okay. Okay. Können wir selber nun so irgendwann anwenden? Nee, ne? Nee. Können wir nicht. Macht ja auch nichts. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Ah, jetzt macht sie das auch mal. Und du guckst auch mal hier hin dann. Wie cool, Leute, ehrlich, das ist echt richtig, richtig awesome. So. Los, Hannah! Oh, wie cool. Archäologiefähigkeit erworben. Sehr gut. Ich glaube, das ist alles mehr was für die Hanna. Ich glaube, die Jenny wäre eher so auf Erholung und sowas, aber macht das alles für die Dings hier mit, ne? Weiße. Ach, voll süß. Dreckklumpen, okay. Dreckklumpen. Können wir mal Feuerwerk zünden? Zombo. Psch. Keine Ahnung warum. Super! Ein nicht autoidentifizierter Schädel. Oha! Voll krass. Komm, wir gehen mal weiter. Zusammen weitergehen. Oh, eine Schlange! Oh mein Gott! Oh, eine Schlange, eine Giftnatter bestimmt. Oder so, so Ringelnatter. Sind die giftig? Ich weiß es nicht. Wie mit Bruno? Wie mit Bruno? Der ist doch gar nicht da. Den haben wir doch gar nicht eingeladen. Kann man hier nicht lang? Nein, ich will hier irgendwas erforschen noch. Hä? Wo ist denn Bruno? Die olle Nuss. Ach, hier kann man nichts mehr machen. Schade. Hindurchreisen mit Jenny. So, dann geht mal durch. Renn! Renn! Ja, weiter geht. Ach, ihr seid so olle Nüsschen, wisst ihr? Ach nee, doch. Alles gut, alles gut. Hab nix gesagt. Weiter zur Brücke, los, schnell. Oh, wie cool. So. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch ein Foto machen. Aber auch mal einzelne Fotos dann. Oh, Leute, guckt euch das mal an, bitte. Wie krass das aussieht, ehrlich. Geh mal bitte hier hin. Erstmal du jetzt hier. Foto machen. Ach nee, Selfie machen. Dumme Nuss. Hallo?
Ja, auf jeden Fall. So mit dem Wasserfall im Hintergrund möchte ich, glaube ich. So. So. Oder quer. Ja, so, ne? So. Sehr gut. Jetzt kommst du auch mal hier hin. Warte, du gehst jetzt mal dahin. Und jetzt gehst du mal hier hin. Und machst auch ein Selfie. Super. Damit wir auch mal Urlaubsfotos haben. Das mache ich sonst nie. Können wir uns dann schön aufhängen und so. Und jetzt noch Foto machen mit. Och, ja toll, jetzt stehen die so doof da. Nee, warte. Stopp. Ich meine, wenn die zu ihr geht, dann geh mal dahin. Und jetzt Foto machen mit. Nein, andersrum. Foto machen mit. So. So. Nein, die muss andersrum stehen. Ach nein, ihr müsst andersrum stehen. Ich glaube, wenn die jetzt so steht. So. Und jetzt. Ich möchte, dass der Wasserfall im Hintergrund ist. Jetzt, glaube ich, oder? Ja, so halb. Man sieht auf jeden Fall von der Ruine auch was. Richtig cool, ehrlich. Wir können so viele Bilder danach aufhängen, ne? Über die Brücke. Stopp. Wow. Ho. Boah. Sieht das krass aus. Liebesquelle, weil in der Nähe eines malerischen Wasserfalls ist. Wow. Das ist so schön hier. Sorry, das war gerade little bit auf Anfall. Schaut mal schon mal dahin. Ein großartiges Fest steht vor der Tür. Ja, gut. Ja, gut, habe ich gesagt, dass Weihnachten nicht so gefeiert wird, wie ihr es vielleicht kennt. So. Ih, was ist das denn für ein Blick, Alter? Nee, 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 nee. Das ist Psychoblick. Mach mal normales Foto. Ja, so. So. Armboy. Sie wartet schon mal da oben, während die hier noch ausgräbt. Bin ich mal gespannt, was so gibt hier. Bestäuben, ja, bestäub mal. Ne? Bestäub mal, du olle Nuss. Oh, so cool. Ich feier das. Das ist richtig cool. Ein Chaos-Relikt-Basis. Ah, okay. Aber ich denke mal, dass die so langsam zurückgehen könnten, ne? Was ist das denn? Ach so. Zusammen hier hingehen. Ne, hier hingehen. Boah, so über die Brücke jetzt hier. Ups. Wie cool. Du auch nochmal. Wie cool das überhaupt aussieht, wie die hier dann im Dschungel so laufen, ne? Boah. Das ist echt cool. Ich feier das, ehrlich.
Nein, 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 von Spinne gebissen. Oh. Okay, schon mal hier hin. Oh Mann, Mann, Mann. Ich glaube, unser Lunchpaket ist auch schon verdorben, ja. Können wir es irgendwo wegschmeißen? Jenny! So. Psch, muss ja keiner wissen, ne? Jetzt essen die sich. Die können sich ja mal irgendwo hinsetzen hier bestimmt, oder? Ja, guck mal hier. Zusammensitzen. Und Fertig-Frischkäse oder wie das heißt. Fertig-Grillkäse essen. Und du auch. War lecker. Ja, bestimmt, ne? Glaube auch. So. Komm, dann geht mal beide zurück zur Unterkunft. Ist doch Unterkunft, ne? Ja. Sehr gut. So, guck mal, wie schön das ist mit dem Himmel und alles. Und dem Regen. Und dem Regen. Weil, wir hören jetzt auf im Dschungel, weil der schon so ganz spät ist, ne? Und da kommen die ganzen bösen Tiere raus. Wir können ja am nächsten Tag weitermachen, an Weihnachten oder so. Ich glaube nicht, dass ich Weihnachten jetzt einfach hier im Dschungel bin. Oh, ich alle Nuss. Naja, kann man nicht ändern. Also eigentlich schon, aber bin ich ja zu faul für. So, warum geht's jetzt? Ach so. So, du gehst hier. Kochen müssen wir. Ach, wir können ja eigentlich. Nee, wir können auch einfach schlafen gehen. Wir können auch einfach mal schlafen gehen. Genau. Wie die Jenny. War doch auf jeden Fall ein schöner Tag für die beiden, oder nicht? Fand ich schon, dass das ein schöner Tag war. Ich find's allgemein. Ach, guck mal, hier ist sogar so Weihnachtsdeko. Ha! Geil. Kann während dem Urlaub nicht bearbeitet werden. Aber du kannst Zubehör auf dem Markt kaufen. Wow. Toll. Bringt mir auch viel. Was mache ich eigentlich mit den ollen Puppen hier? Ich hatte so eine Puppe gekauft. Hier. Nichts. Einfach nur Deko. Okay. Gut zu wissen. So, und da geht die nächste Nacht hin. Das war unser zweiter Tag jetzt, ne? Ach ja. Unsere salvadorianische Villa. Oh, Weihnachten. Du kannst ruhig auf Seite gehen. Dekorieren. Wir müssen auf jeden Fall. Wir können gar nichts dekorieren. Nichts können wir machen, außer Festtagsessen schon mal vorbereiten. Was sie auf jeden Fall machen wird. Festmahl kochen. Wir werden ein Schinkenfestmahl haben. Oh, du sollst doch erst auf Toilette. Ey, manchmal verstehe ich. Manchmal sind die Sims echt dumm, ne? Aber zum Glück hat sie das nochmal gemacht, weil ich, gerade auf die Uhr geguckt habe, und wir machen erstmal ein Festmahl-Frühstück. Festliches Frühstück. Und können danach schon mal hier anfangen mit Archäologie, Leute. Das ist doch mal cool. Hanna muss zu Hause sein. Nein, warum? Olle Nuss. Ich will aber, dass sie das Artefakt freilegt dann danach. Nachdem sie gekocht hat, das Frühstück, das festliche Frühstück. Guck mal, hier sind salvadorianische Zutaten drin. So. Sie träumt immer noch von dem Spinnenbiss. Spider-Man, Spider-Man. La 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 la. La 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 la. Lala. Lalala. Spider-Man. Spider-Man.
So, Badezusatz nehmen, du kannst dir ein Zitrusbad danach gönnen, du Funz. So, und du? Erstmal ihr festliches Frühstück. Weihnachten in Selvadorada ist auch was Neues, ne? Auch mal was Schönes. Mal was anderes als immer bei uns so normal zu Hause, ne? Ist mal was Cooles. Was Cooles, Cooles. Avocados haben wir ja auch eine gesammelt. Eine Avocado. Guck mal, wie sie aussieht, die olle Nuss. Oh, Bibbetan. Bitte. Olle Nuss, ey. Ich glaube auch. Guck mal, festliches Früh. Oh, geil. Boah. Das ist schon geil. Jetzt kannst du dann gleich zu Fest mal rufen. Wir haben hier absolut keine Musik, fällt mir mal gerade auf, ne? Eigentlich voll traurig. Dann können wir aber hier mal Weihnachtsmusik hören. Ja, Weihnachtsmusik. Winterzauber. Ja, ich bin eh nicht zu Hause, du Funz. Deine 15 Minuten rum. Oh, neidisch, ne? Die ist bestimmt nur neidisch. Neidisch, ja. Ich find's so schön hier. Ich will nie wieder weg, nie wieder gehen. Kann ich eigentlich auch später weitermachen? Bestimmt, oder? Dass die jetzt erstmal dann frühstücken. Weil sie jetzt dann hier schon beim Essen ist, wisst ihr. Renn! Genau. Bisschen Weihnachten, hör mal. Ist das nicht gut? Doch. Warum magst du das nicht? Wo ist die Musik? Wo ist die Musik? Ich dachte schon, ey. Hä? Oh, wie cool. Haben wir doch jetzt Festtagsessen, ne? Yay! Das ist so schön. Was ist denn mit den Kopfhörern? Oh, Yves! Ho, ho, ho! Ach, nur bei ihr hören wir die Musik. Ach so. Oh, guck mal, wie schön das Bild ist. Zweimal hochladen, muss reichen. Hier ist auch eine Tradition abgeschlossen.
Ja, das auch. So, können wir da auch wieder einpacken, die Bilder, ne? Ich glaube schon. Ich meine, wir dürfen nicht unseren Dings hier Dingsen, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Nee, jetzt nicht. Ehrlich nicht. Und du? Oh, du bist alleine da oben. Geh doch runter. Ihr könnt euch doch beide hier hinsetzen. Na? Natürlich gute Geschichte. Dam, 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 dam. Oh Mann, ich find's so schön. Ich kann gar nichts dazu sagen, ey, weil ich das so schön finde gerade alles. Outfit ändern auf jeden Fall. Und ich sehe schon wieder, dass die Folge vorbei ist, aber ich werde auf jeden Fall auch das Artefakt in der Folge freilegen. Das muss sein. Anzünden. Oh. Kann ich zugucken? Nee. Oh, Hanna kann jetzt Kunstwerke und Artefakte anfangen zu studieren, um historische Einblicke zu gewinnen und ihre Archäologiefähigkeit weiter zu verbessern. Und die Jenny stellt sich jetzt hier mal vor. Ich meine, wann haben wir schon die Gelegenheit, uns bei richtigen Einheimischen zu... Ach du Scheiße, was läuft da denn alles rum, ey? Hallo? Shiruna. Nach Dschungel fragen. Über lokale Sehenswürdigkeiten planen. Irgendwas konnte ich ihm zeigen, stand da gerade. Ach, Plasmafleder, das hatten wir schon mal. Bilder von Selvadorada zeigen. Guck mal, das ist ein einheimischer Junge. Oh. Jonas Schneider. Sarah Brandenburg, okay. Ah, Vula Shaka Teeth. Finoy Cho. Sigluna. Ah, Bebson Nikoi. Bon and Grabby. Ne? Oh, cool. Nicht. Oh. Okay, das packen wir dann erstmal wieder ein. Cool. Na, ja, das ist doch gut. Großartiger Ruf. Geil. Jeder nimmt gerne an den von Jenny veranstalteten gesellschaftlichen Ereignissen teil. Daher ist es nun einfacher, während eines solchen Ereignisses Gold-Level-Belohnung zu erhalten. Darüber hinaus erhält sie telefonisch Vorschläge für spannende Gelegenheiten, wie zum Beispiel die Teilnahme an Wohltätigkeitspartys, Stellenangebote für neue Karrieren mit sofortigen Beförderungen und vieles mehr. Falls Jenny an Dates interessiert sein sollte, kann auch dabei ein guter Ruf hilfreich sein. Bei einer romantischen Vorstellung besteht die Chance, eine Beziehung mit erhöhter Romantik zu beginnen. Kinder erhalten erst alle auf ihrem Ruf basierende Vorteile, wenn sie Teenager sind. Okay. Okay. Sie ist Single, okay. Ja, jetzt macht die sich erst recht dran, die olle Nuss. Ja, super. Ich meine, so eine Urlaubsaffäre hat noch niemandem geschadet, ne? Ho, 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 hast du gehört? Ho, ho, ho. Ich frag mich nur, was sie so denkt. Oh, alles klar. Okay, gut, aber ich werde die Folge jetzt beenden. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.